Herzlich willkommen zum ersten Schulungsvideo 72stunden.de für Koordinierungskreise. In diesem ersten Video möchte ich euch einen Überblick darüber geben, wie Typo 3, also das Content Management System, das wir für die 72-Stunden-Webseite verwenden, funktioniert und wie ihr da so die ersten Schritte tun könnt. Um das Ganze nachzuvollziehen, geht zunächst mal auf 72stunden.de/typo3. Dann kommt ihr hier auf diese Anmeldeseite für das sogenannte Backend, also für den Teil der Webseite, der im Hintergrund liegt, bei dem ihr die ganzen Einstellungen und Inhalte festsetzen könnt. Dort loggt ihr euch mit den Zugangsdaten, die ihr bekommen habt, ein. Ich mache das jetzt mal anhand der Zugangsdaten für einen Testkoordinierungskreis, den wir jetzt auch in weiteren Videos dann verwenden werden und der eigentlich euren Seiten soweit sehr ähnlich sehen müsste. Testkoordinierungskreis, Passwort eingeben. Und dann sind wir jetzt hier in dem Backend der 72-Stunden-Webseite. Zunächst mal so als kleine Anmerkung zu Typo 3. Das System ist relativ vielseitig, ihr könnt damit unheimlich viele Dinge tun. Sehr viele davon brauchen wir hier gar nicht. Deswegen gibt es hier auch unheimlich viele Funktionen, auf die ich hier nicht eingehen werde, die ihr aber im Grunde auch nicht braucht. Jetzt hier zum Aufbau dieser Seite. Ihr habt hier links eine Reihe von sogenannten Modulen, mit denen ihr gewisse Teile der Seite bearbeiten könnt. Und hier im rechten Teil werden dann jeweils Inhalte angezeigt. Die Startseite ist hier diese über Module, wo ganz grob die Sachen, die ihr hier links seht, beschrieben werden. Wir werden aber eigentlich nur hier die Seitenansicht brauchen, die Listenansicht und dann hier die Dateiverwaltung. Gehen wir das Ganze mal der Reihe nach durch. Hier lädt jetzt gerade die Seitenansicht. Die und eigentlich auch alle anderen Seiten sind dann hier nochmal zweigeteilt. Hier links der sogenannte Seitenbaum. Da seht ihr die Struktur der Webseite mit den verschiedenen Seiten, die es darauf gibt. Um das Ganze parallel auf der Webseite nachvollziehen zu können, schauen wir uns schon mal einen der Buttons, die wir hier oben haben, an. Das ist Webseite anzeigen. Dann wird die Seite hier geladen. Und die Seite, die wir jetzt sehen, ist quasi die Startseite unseres Testkoordinierungskreises, also die oberste Seite hier in diesem Seitenbaum. Ihr seht dann hier eine Seite News, der Co-Kreis, Aktionsgruppen, Bilder, Material und Unterstützer. Das sind genau die, die ihr auch hier seht. Hier unten kommt dann ein Ordner Sonstiges. Da sind dann verschiedene Einstellungen drin, die sich jetzt nicht nur auf eine Seite auswirken, sondern generell. So gibt es die rechte Spalte, die wir auf vielen Seiten haben. Also nicht auf dieser, aber etwa auf der Seite News. In der rechten Spalte stehen hier die Kontaktdaten zu unserem Koordinierungskreis drin. Und ganz unten gibt es hier auch die Unterstützer. Die könnt ihr etwa hier festlegen. Und auch dann Nachrichten oder Bildergalerien können eben auch in diesem Teil der Seite festgelegt werden. Jetzt hier in der Seitenansicht seht ihr die Struktur der Webseite. Dafür springen wir gerade mal hier wieder zurück auf die Startseite. Um wieder zur Startseite zu kommen, gibt es hier diesen Button zurück, der führt auf unsere Startseite. Und es gibt hier noch einen Button zum Bistum, da kommt er jeweils zu der eben übergeordneten Ebene, also auch im Diözesanverband. So ist dann wieder unsere Startseite. Die besteht hier aus vier inhaltlichen Teilen. Hier Aktuelles, Fotos, Ansprechpartner und Downloads. Und hier unten auch wieder eben die Unterstützer. Jetzt vergleichen wir das hier mit. Als äußersten Rahmen, also das Element geht quasi hier los und geht bis ganz runter, haben wir das sogenannte Inhaltselement Co-Kreis-Verteilerseite. Das ist eben eine Seite, die diesen Rahmen mitbringt, dass ihr oben hier die Navigation habt, hier einen breiten Inhalt. Und dass unten das geladen wird. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die eben da drinnen sind. Da haben wir hier ein Element, das heißt DVO2-Spalter. Also ich habe die ganzen Elemente eben auch so benannt, wie sie dann, was wir in weiteren Videos sehen werden, wie die sogenannten Templates, also die Vorlagen, auf denen diese Elemente basieren, auch benannt sind. Das fügt jetzt also hier eben zwei Spalten ein. Und dort das untergeordnete Element haben wir hier links News und rechts das ist gar nicht benannt, aber seht ihr hier stehen Bildergalerie Vorschau. Das ist dann eben dieses Element. Und unten drunter kommt dann nochmal ein weiterer Zweispalter mit Ansprechpartner und Downloadbox, was wir eben genau hier haben.
So ist eben diese Seite aufgebaut. Vergleichen wir als andere Seite nochmal die Seite News. Die besteht aus einer sogenannten Co-Kreis-Unterseite und dann auch einem Inhaltselement, das die aktuellen Nachrichten anzeigt. Bei den Co-Kreis-Unterseiten, da ist eben die inhaltliche Spalte etwas schmäler und dafür gibt es rechts diese rechte Spalte mit Kontaktdaten, einem Logo, wenn ihr dort eins hinsetzen wollt, und hier auch so diesen Social Media Links. Das Inhaltselement lädt eben hier dann mal drei Testnachrichten. Diese Inhalte zu bearbeiten, das ist eben Aufgabe der Seitenansicht. In dieser haben wir hier bei jedem einzelnen Inhaltselement eine Reihe von Icons. Hier Element bearbeiten, was wir in weiteren Videos ausführlich machen werden. Hier könnt ihr einen Datensatz verbergen, damit diese auf der Seite nicht mehr angezeigt. Mache ich mal kurz vor. Hier aus, laden neu. Dann ist hier jetzt die Seite leer. Und wenn wir es wieder einblenden, erscheint das wieder. Hiermit können wir ein Element kopieren. Da kopiere ich einfach mal was von unserer Startseite. Hier den Ansprechpartner. Element kopieren. Dann erscheint hier noch dieses Einfügen-Symbol. Dann fügen wir es einfach mal hier unten drunter ein. Machen das sichtbar. Und dann wird das hier unten drunter geladen. Das nächste wäre eine Verknüpfung erstellen. Das werdet ihr in der Regel selten brauchen. Dann wir hier ausschneiden. Das funktioniert genauso wie kopieren, nur dass das Originalelement danach eben gelöscht wird. Und hiermit können wir die Verknüpfung entfernen. Das heißt, das Element erscheint hier nicht mehr in der Seitenansicht und auch nicht mehr auf der Seite. Das mache ich mal und ich zeige euch dann gleich, wo es dann trotzdem noch steht. Jetzt haben wir hier unten drunter oder an verschiedenen Stellen auf der Seite eben vor und nach jedem Inhaltselement die Möglichkeit, ein neues Element anzulegen oder hier bei Datensätze durchblättern, irgendein bestehendes Element von einer anderen Seite zu nehmen und hier als Verknüpfung einzufügen. Also das wäre auch das, was diese Funktion hier macht. Darauf gehen wir auch im Detail in anderen Videos noch ein. Das war jetzt die Seitenansicht. Dann gehen wir in die Listenansicht. In der Listenansicht seht ihr einmal hier die Unterseiten der aktuellen Seite und unten drunter die Seitenelemente, also die Inhalte. Wichtig ist, dass ihr hier noch die erweiterte Ansicht anschaltet. Dann werden hier nämlich auch eine ganze Reihe von Symbolen geladen, die noch recht wichtig sind. Da haben wir hier einmal die Webseite anzeigen. Das ist im Grunde auch das gleiche wie das hier oben, womit wir eben dann die jeweilige Seite geladen bekommen. Hiermit könnt ihr den Datensatz oder hier die jeweilige Unterseite bearbeiten, könnt Elemente verschieben, Informationen anzeigen. Ihr könnt auch Änderungen, die ihr mal gemacht habt, wieder rückgängig machen. Das geht hier mit diesen beiden Symbolen, werdet ihr aber eher selten brauchen. Hier einen neuen Datensatz nach diesem Datensatz erstellen, beziehungsweise hier oben bei den Seiten eine Seite nach der jeweiligen erstellen. Ihr könnt die Reihenfolge von Elementen verschieben. Das machen wir einfach mal mit der Hauptnavigation. Gehen hier auf die Co-Kreis-Seite, die hier eine ganze Reihe von Unterseiten hat. Gehen hier auch mal auf die Startseite. Dann seht ihr hier die Reihenfolge News und der Co-Kreis. Das tauschen wir jetzt einfach mal, indem wir hier auf diesen Pfeil klicken. Dann wird hier die Reihenfolge der Seiten geändert. Und jetzt wird die hier auch eben mit geändert. Das Glühbirnen-Symbol hatten wir schon. Damit kann man jeweils eine Seite oder einen Seiteninhalt verbergen. Mit dem Mülleimer-Symbol werden Datensätze oder hier ganze Seiten gelöscht. Hier mit den Pfeilen könntet ihr generell Elemente auf eine tiefere Navigationsebene. Also ihr seht ja hier die Navigationsebene, hier das oberste Element. Dann die sechs Unterpunkte und hier unter News gibt es nochmal weitere. Dorthin her verschieben, das ist aber auch eher was, was ihr wahrscheinlich kaum brauchen werdet, wenn würde ich das eher mit Kopieren und Ausschneiden machen. Die werden hier haben.
Und hier links noch Referenz, wie oft ein Element irgendwo vorkommt. Das ist bei News ganz interessant, weil wir das ein Element vorhin ausgeblendet haben, den Ansprechpartner. Der wird hier jetzt nicht mehr angezeigt. Das heißt, er kommt auf keiner Inhaltsseite mehr vor, aber ist eben trotzdem noch da. Um das zu löschen, müssen wir erst hier drauf gehen. Also die generelle Funktion der Listenansicht ist eben vor allem dann wichtig, wenn ihr jetzt irgendwas an der Reihenfolge der Seiten ändern wollt oder irgendwie Unterseiten erstellen möchtet, während die Seitenansicht eben dafür da ist, die konkreten Inhalte zu bearbeiten. Also auch so die Gliederung, wie eine Seite inhaltlich aufgebaut ist, das ist eben in der Seitenansicht deutlich besser zu sehen. Das ist jetzt gerade hier bei dieser obersten Seite, die eine ganze Reihe von Inhaltselementen hat. Die sind hier relativ ungeordnet und hier vorne dran in der Seitenansicht, da seht ihr ja wirklich die Struktur, die auch im Grunde dem entspricht, wie es auf der Webseite angezeigt wird. Als letztes schauen wir jetzt hier noch in die Dateiverwaltung rein. Die braucht ihr eben, wenn ihr Dateien irgendwo später anzeigen wollt oder Bilder, die müssen erst hochgeladen werden und kommen dann hier in die Dateiverwaltung rein. Dann machen wir jetzt einfach mal hier einen neuen Ordner. Mit diesem Symbol nennen wir den Ordner einfach mal Logos. Speichern das. Jetzt haben wir hier zwei Ordner. Klicken auf diesen Ordner. Dann sehen wir hier, dass hier rechts noch keine Inhalte drin sind. Mit Hochladen können wir jetzt einzelne Dateien auswählen. Datei auswählen. Könnten noch mehrere auswählen. Wir nehmen jetzt einfach mal das BDKJ-Logo. Das wird hochgeladen und erscheint jetzt hier. Und im nächsten Video verwenden wir das Ganze dann auch. So viel zum ersten Überblick über Typo 3. Macht's gut und bis zum nächsten Video.